Wann akzeptiert Herr Lauterbach die Wahrheit? Meine Damen und Herren, liebe Freunde, was den Kindern in den letzten 2 Jahren angetan wurde, ist schlichtweg ein furchtbares Vergehen. Gegen jegliche wissenschaftliche Evidenz wurden Kindern als Pandemietreiber zum Sündenbock gemacht. Die Schulen wurden geschlossen und Kontakte wurden ihnen pauschal verboten. Die Kinder hatten faktisch staatlich verordneten Hausarrest und Kontaktverbot zu ihren Freunden. Und selbst als diese an foltergrenzenden Maßnahmen gelockert wurden, wurden sie gezwungen, Masken zu tragen und sich täglich Stäbchen in die Nase zu stecken. Und über alledem wurde stets versichert, dass all diese Maßnahmen den Kindern nichts ausmachen würden. Ja, im Grunde würden die Kinder die Masken ja sogar gerne tragen. Wer zu jener Zeit vor eventuellen Folgen warnen wollte, war ruckzuck ein Querdenker, Schwurbler oder Schlimmeres. Kürzlich wurde dann eine Studie der britischen Schulaufsichtsbehörde publik, die zeigte, dass die Masken beispielsweise die Entwicklung bei Kindern gestört haben und Kinder es schwerer hatten, Freundschaften zu schließen. Als ich von der Studie hörte, musste ich unweigerlich zurück an Karl Lauterbach denken. Im Januar hatte er in einer Talkshow negiert, dass die Zunahme an psychischen Erkrankungen bei Kindern an den Corona-Maßnahmen liegen würde. Es war wieder einmal abenteuerlich, wie sich dieser Gesundheitsminister, viele Menschen sagen ja schon Krankheitsminister, herausgeredet hatte. Ich frage mich aber, wie er es diesmal versuchen würde. Eines ist aber auf jeden Fall klar: Niemals würde Karl Lauterbach die Wahrheit akzeptieren. Dieser Mann verrückt und verdreht einfach alles, so lange, bis es ihm passt. Gab es jemals einen Minister in der Bundesrepublik, der eigenen Bevölkerung und vor allem den Kindern so sehr geschadet hat? Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn.